Luise, schön, dass du da bist. Du gibst neurozentriertes Personal Training. Sag mir, was ist das? Was machst du? Ich glaube, das fragen sich relativ viele tatsächlich. Neurozentriertes Training heißt im Endeffekt nichts anderes als ein gehirnbasiertes Training. Das heißt, ich schaue mir Bewegungen und Schmerzen nicht mehr nur aus der biomechanischen Sparte quasi an, sondern sage wirklich, okay, Bewegung und Schmerz entsteht im Gehirn und da setzt das Training dann auch an. Heißt, wenn ich jetzt eine Personal Trainingstunde bei dir habe, packe ich jetzt nicht meine Sportklamotten ein oder, weiß ich nicht, stelle mich auf ein knallhartes Training ein. Was machst du genau? Wenn wir jetzt eine Stunde hätten, was erwartet mich dann? Das ist das Schöne daran, es kann dich tatsächlich alles erwarten, je nachdem, was deine Erwartungshaltung ist. Also ich habe tatsächlich Leute, die kommen zu mir, weil sie Schmerzen haben. Da steht natürlich das Schmerztopic im Mittelpunkt. Das heißt, man will dann Schmerzen reduzieren. Dann kommt man trotzdem hoffentlich in Sportsachen, weil es trotzdem anstrengend werden wird. Ich habe aber auch Leute, die sagen, okay, sie wollen ihre Leistung optimieren im Sinne von ihren kognitiven Fähigkeiten. Sprich, die Managerin, die sagt, okay, sie will leistungsfähiger sein, sie möchte mehr Konzentration haben, sie möchte quasi mehr aus ihrer Arbeitszeit herausbringen und trotzdem diese Work-Life-Balance noch unter einen Hut bekommen können. Ich habe aber auch Sportler, die sagen, sie wollen noch schneller werden, die möchten in gewissen Trainingsabläufen oder Spielabläufen noch schneller in die Koordination reinkommen. Also Bewegungsschmerz entsteht im Gehirn, das heißt, dem Trainingsansatz im sicheren Modus quasi steht nichts im Wege, egal was du verbessern möchtest, du bist quasi bei einer neurozentrierten Trainerin genau richtig. Okay, um das nochmal ein bisschen haptischer für uns zu machen, ich komme jetzt zu dir in eine Therapiestunde und sage, ich möchte schneller werden in dem, was ich tue. Running beispielsweise. Ja. Was machen wir dann? Dann gucken wir uns erstmal an, was macht deine Körperhaltung, was macht deine Atmung? Ist dein Körper überhaupt in der Lage, wirklich schnelle Bewegungen ausführen zu können? Weil im Endeffekt dein Hirn überprüft ja jede Situation, ob sie sicher ist. Wenn sich dein Hirn gar nicht sicher fühlt, dann kannst du ganz viel Techniktraining machen, dann kannst du ganz viel Krafttraining machen, dann kannst du ganz viel Ausdauertraining machen. Dein Nervensystem, dein Körper wird aber die Schnelligkeit quasi nie auf die Straße bringen, wird es nie übertragen können. Das heißt, wir fangen an, mit deiner Atmung zu arbeiten. Wir fangen vielleicht bei der Beckenstellung an, zu sagen, okay, ist das alles in Ordnung? Wir schauen uns aber auch unterschiedliche Gehirnbereiche an. Ist dein Hirn überhaupt in der Lage, die Koordination, die Abläufe, das Gleichgewicht zu halten und schauen dann, wo hast du Defizite, also wo sind quasi noch Verbesserungsmöglichkeiten und arbeiten dann ganz dezidiert unterschiedliche Bereiche auf. Super, super spannende Sache. Warum ist es bislang bei uns in Deutschland noch nicht so populär? Ein Kollege von dir, der hat unsere Weltmeister-Fußballmannschaft mitbetreut. Warum kennen das so viele von uns Fitnessbegeisterten, Fitnessverrückten noch gar nicht so? Ich glaube, wie bei allen Sachen, es dauert eine Weile, bis es sich aus der Wissenschaft quasi in die breite Masse überträgt. Mittlerweile ist es angekommen, zumindest im Spitzensport, also sowohl die, genau was du schon gesagt hast, Fußballnationalmannschaft hat zum Teil damit trainiert. Es gibt unterschiedliche Leichtathleten, also in unterschiedlichen Sportarten, gerade auch im Wintersport ist es schon relativ verbreitet. Aber bis sich Trends wirklich durchsetzen, auf eine breite Masse übertragen, dauert es eine Weile. Und man muss halt tatsächlich einfach fairerweise sagen, es bedarf viel Energie, also man muss selber tatsächlich viel machen. Das Nervensystem reagiert zwar sofort, es braucht aber eine kontinuierliche Wiederholung und das muss man bereit sein, tatsächlich zu machen. Deswegen ist es meiner Meinung nach vielleicht zurzeit auch eher im Einzelsport und noch nicht so ganz im Teamsport angekommen. Mhm. Und gerade noch bei extremen Leistungssportlern und bis das genau sich auf unsere breite Masse der Freizeit- und Hobbysportler runtergebrochen hat, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Aber es ist toll, dass es sowas gibt. Wir haben auch wieder viele Leserfragen heute bekommen und da würde ich gerne ja, deine Meinung zu hören. Wir haben eine Frage bekommen und die lautet, ich habe Verdauungsprobleme, generell keinen guten Stoffwechsel und schlafe häufig schlecht. Außerdem bin ich oft angespannt und habe das Gefühl, nicht frei genug atmen zu können. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang und was könnte ich dagegen tun? Das ist tatsächlich so ein Klassiker, was man relativ häufig sowohl mit Patienten als auch mit Klienten hat, dass man sagt, okay, genau diese Leistungsfähigkeit ist nicht so richtig da, ich schlafe schlecht, die Verdauung ist nicht ganz so gut. Thema Nummer eins, Atmung, weil wenn der Brustkorb, wenn Rippenbogen quasi relativ viel unter Spannung sind, dann findet keine gleichmäßige Anspannung, also Aktivierung der Muskulatur statt und gleichzeitig keine Entspannung der Muskulatur. Das heißt, der ganze Sauerstoff, der ganze Metabolismus ist eingeschränkt. Gleichzeitig hat man, um auf die Verdauungsthematik einzugehen, aber auch weniger Druck, B- und Entlastung auf die ganzen Organe, weil wenn du dir vorstellst, deine Atmung findet nur ganz flach hier oben im Brustkorb statt, aber eine Ausbreitung vom Rippenbogen und vom Bauchraum ist gar nicht mehr vorhanden, dann hat es natürlich einen Einfluss aufs Verdauungssystem, damit wieder auf den Vagusnerv, also das ist ein Nerv, der quasi herumwandert vom Gehirn übers Rückenmark bis in den Bauchraum, ganz viel Information aus dem Bauchraum sammelt, ans Gehirn schickt und das Hirn sagt dann, ah okay, sind die Daten, die ich bekomme, okay oder sind die nicht okay? Kriegt man aber wenige Informationen, weil die Atmung sehr, sehr flach ist, was bei vielen Leuten, die viel sitzen, die viel Stress sind, die sich
relativ entweder einseitig bewegen, also nur Lauftraining machen beispielsweise, oder sich nur mal auf den Cross-Trainer stellen, aber in der Dreidimensionalität gar nicht mehr sind, die Einschränkungen sind. Das heißt, ja, es gibt den Zusammenhang. Ich würde anfangen, tatsächlich mit Atmung, auch mit Bauchatmung, mit unterschiedlichen Atemtechniken zu trainieren und dann zu schauen, wie man die sportartspezifisch, beziehungsweise, wenn es jetzt kein Sportler ist, sondern eher alltagsspezifisch quasi dann einbauen kann. Also Atmung spüren wir, ne, ist das große Thema. Hast du eine Übung, die wir jetzt gemeinsam hier kurz mal austesten können? Atmung, ich glaube, ich bin da auch so ein Patient, der nicht gut atmet. Gibt es irgendwas, was du uns jetzt mal kurz auf den Weg geben könntest, was wir machen können zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also ein Klassiker beispielsweise, den ich relativ häufig mache, gerade auch bürotauglich, wenn man jetzt sagt, okay, man ist im Bürooutfit und kann jetzt nicht wahnsinnig viel experimentieren, dann setzt man sich einmal aufrecht hin, lange Wirbelsäule, atmest durch die Nase maximal ein, hältst jetzt die Luft an und versuchst, durch die zugehaltene Nase noch maximal weiter Luft einzuziehen. Es kommt keine Luft mehr durch den Mund, es kommt keine Luft mehr durch die Nase und du versuchst, deinen Brustkorb und deinen Rippenbogen gleichmäßig aufzuweiten. Nimmst gleichmäßige, tiefe Atemzüge, so oft du kannst, so tief du kannst. Wirbelsäule bleibt aufrecht und gerade. Dann kann ich ausatmen und durch den Mund. Dann wieder locker lassen. Reicht schon, nimm noch mal ein, zwei normale Atemzüge durch die Nase. Und dann machst du das Ganze nochmal. Atmest wieder maximal durch die Nase ein. Mund bleibt geschlossen. Nase zuhalten. Maximal durch geschlossene Nase einhalten. Stell dir vor, dein Brustkorb, dein Rippenbogen wird geweitet. Konzentriere dich auch auf die Rückseite. Versuch, deinen Rippenbogen zwischen den Schulterblättern zu weiten und da Platz reinzubringen. Versuch, gleichmäßige, tiefe Atemzüge zu nehmen gegen diese blockierte Einatmung. Mund bleibt geschlossen, da merkt man, du bist ziemlich fit, du hältst relativ lange aus, das werden viele wahrscheinlich, die zugucken, nicht schaffen. Wenn du nicht mehr kannst, lässt du locker und atmest entspannt durch die Nase wieder ein und aus und lässt locker. Das ist blockierte Einatmung. Super simpel. Ich habe gerade gesagt, ich ersticke, aber okay, aber irgendwann darf ich ausatmen durch die Nase. Okay. Oh, okay, aber krass, man merkt, also ja, jetzt mein persönliches Empfinden nur mal ganz kurz an euch da draußen. Ich hoffe, ihr macht das auch fleißig mit. Es geht noch was. Also man hat schon das Gefühl, es kann sich was, vielleicht war es jetzt auch in meinem Kopf, weiten so innerlich. Atemzugvolumen wird dadurch verbessert, der ganze Metabolismus wird dadurch verbessert. Es ist eine relativ simple, einfache Übung, die einen Soforteffekt hat, weil du natürlich ganz andere Hirnareale beanspruchst, wenn du erstmal sagst, okay, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr einatmen. Du hast zuerst eine Stressreaktion, der Körper merkt aber relativ schnell, ah, okay, du kannst das selber kontrollieren, da geht noch was. Also auch wieder da, auf Leistungsfähigkeit, auf kognitive Fähigkeiten, auf mentale Stärke, auf mentale Performance, also all diese Hashtags, all diese Topics kann man damit tatsächlich super gut nochmal ansteuern und verbessern, um zu sagen, ah ja, okay, mit wenig Aufwand, das hat jetzt keine Minute gedauert, hast du einen sofortigen Effekt. Wie oft mache ich das dann am besten? Maximal 3 Wiederholungen am Anfang, weil wir spielen mit der Sauerstoffsättigung. Nicht, bitte, dass wir nachher umklappen im Büro. Ja, okay, erstmal im Sitzen anfangen. Und dann kann man das aber tatsächlich 5-6 Mal am Tag zwischendurch immer machen, statt aktiven Pausen, die relativ schwierig in die meisten Berufsalltage einzubauen sind, ist das meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit. Easy, easy im Büro, da gibt es keine Ausrede. Luisa, eine Frage haben wir noch, und zwar von Luisa aus Fulda, die möchte genau das hier von dir wissen. Ich bin Luisa aus Fulda und meine Frage an den Experten ist, was ich gegen anbahnende Kopfschmerzen machen kann. Ich versuche mich meistens dann selbst im Nacken- und Schulterbereich zu massieren oder versuche mich mit der Black Roll auszurollen, das klappt aber meistens nicht. Was kann ich denn alternativ dagegen machen? Genau, also auch das ein sehr, sehr häufiges Bild, quasi zu sagen, Kopf- und Nackenschmerzen nach langem Sitzen. Da ist wieder die Frage, okay, gerade in aktueller Situation, wo viele im Homeoffice sind, vielleicht nicht die perfekten Rahmenbedingungen haben für einen Arbeitsplatz, aber auch sonst, dass man einfach darauf achtet, in welcher Körperhaltung kommen die Kopfschmerzen? Sind das eher frontale? Also tut das eher vorne an der Stirn weh? Tut das eher an der Seite weh? Tut das eher hinten weh? Auch hier Thema Nummer 1 ist wieder Mobilisierung. Das Nervensystem, der Körper braucht Bewegung. Sprich, wie gut kann ich meine Halswirbelsäule bewegen? Wie gut kann ich die Brustwirbelsäule bewegen? Einfaches Kopfnicken, Ja-Sager, Nein-Sager kennt man, glaube ich, tatsächlich teilweise auch noch früher aus der Schule und aus dem Schulsport. Brustwirbelsäule zu mobilisieren, in die Beugung, in die Streckung zu gehen. Die meisten sitzen vorm Rechner in der Haltung. Das heißt, hier ist Fokus auf die Streckung, also auf die Extension der Brustwirbelsäule in Kombination mit Rotationsbewegungen. Griff zur Tablette wäre meiner Meinung nach die allerletzte Variante, auch da wieder zu gucken über Atmung. Was kann man mit Atmung machen? Sitzt man den ganzen Tag in der Körperhaltung, ist die Atmung wahrscheinlich wieder relativ flach, relativ wenig Mobilisierung in dem ganzen Brustkorbbereich, im ganzen Chorbereich. Und dann Riesenthema meiner Meinung nach Augen.
weil wenn man den ganzen Tag auf dem Laptop guckt oder auf dem Bildschirm, sind die Augenfolgebewegungen meistens begrenzt auf diese Bewegung. Der Mensch ist aber nun mal darauf ausgelegt, viele Blicksprünge von nah zu fern zu machen, von rechts nach links. Also wo kann ich meine Augen wirklich bewegen? Einfacher Trick da, wenn man merkt, okay, der Kopfschmerz kommt tatsächlich auch so ein bisschen über die Augen, setzt sich frontal so an der Stirn ein bisschen weg. Palming, sprich Handflächen nehmen, mit leichtem Druck auf die Augen ausüben. Wichtig, nur einen ganz, ganz leichten Druck, weil damit gibst du quasi automatisch Input auf die Augenmuskulatur, die ja genauso verspannen kann wie Bizeps oder Bauchmuskel oder Gesäßmuskulatur, und tatsächlich einfach die Informationen erstmal minimieren, weil im Gehirn werden 80% der Daten, die verarbeitet werden, kommen über die Augen. Das heißt, wenn man hier quasi eine kleine Art Reset macht, ist das die einfachste Möglichkeit. Super spannende, ja, spannende Sachen. Neurozentriertes Personal Training. Ich glaube, das wird der neue Trend. Luise, wir können auch heute wieder noch viel länger sprechen. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ich glaube, das Thema wird uns noch viel, viel länger beschäftigen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Atmen, ne? Atmen, nicht vergessen, ordentliches Atmen. Damit war es das auch schon wieder von uns. Ich sage danke fürs Zuschauen. Cool, dass ihr mit dabei seid. Auf bald und ganz viel Kraft.